Juhu! So, es wird wieder Zeit für ein Video. Ihr habt vielleicht schon gehört, dass ich seit Montag in einer Weiterbildung bin, nämlich einem Songwriter- und Producer-Workshop. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann wisst ihr das wahrscheinlich schon. Diesmal geht's mehr um den Songwriter-Prozess. Ihr könnt dabei sein, wenn ich einen Song schreibe und produziere gleichzeitig. Habe ich mir gedacht, ich lasse euch teilhaben daran, wie der Prozess des Songwritings voranschreitet und wie sich ein Song von ich habe eine Songidee bis zu das ist der fertige Song entwickelt. Das heißt, das ist auch das Ziel dieses Workshops, deswegen auch Songwriting und Producing, denn es geht ums Schreiben und ums Produzieren, was ich ziemlich cool finde. Im Producing bin ich ja noch nicht so, naja, es geht. Ich lerne dazu. Aber deswegen mache ich auch diesen Workshop, um mich zu verbessern, um besser darin zu werden, zu produzieren und um auch andere Wege kennenzulernen, wie man einen Song schreibt. Und in diesem Workshop geht es darum, sich Akkordfolgen zu überlegen, bereits schon anzufangen mit dem Produzieren und dann eine Melodie zu überlegen und dann erst in spätere Folge mit Text, der Instrumentalisierung natürlich. Ja, deshalb dachte ich mir, das wäre doch ein interessanter Weg, nicht nur für mich als Teilhaberin des Workshops. Vielleicht bist du gerade in dieser Phase, wo du dir denkst, ah, ich habe keine Songidee, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, ich weiß nicht, was ich machen soll oder ich habe gerade so ein Low und es geht irgendwie gar nichts. Dann bringt dir das vielleicht etwas, dir hier meinen Fortschritt anzusehen. Ich freue mich mega, wenn ihr reinschaut, reinhört und wenn ihr mir Kommentare da lasst. Jetzt spiele ich euch mal meinen ersten Entwurf von dem Lied vor, das so entstanden ist. Viel Spaß! Ja, wie gesagt, es geht nicht darum, jetzt schon einen fertigen Song zu schreiben, sondern es geht darum, eine erste Idee zu haben und diese festzuhalten und zu schauen, okay, was kann ich daraus machen, wie wird der Song, in welche Richtung möchte ich gehen, auch stilistisch, melodisch natürlich und ja, was möchte ich damit eigentlich aussagen. Es gibt natürlich jetzt in Folge dieses Videos weitere Videos. Ich möchte, dass ihr teilhabt an meinem Prozess des Songwritings. Es ist ein sehr spezieller Song geworden. Irgendwie typisch ich, irgendwie auch nicht so typisch ich. Mich würde interessieren, was ihr dazu sagt. Gefällt euch die Melodie? Gefallen euch die Akkorde? Und vor allem würde es mich wahnsinnig interessieren, was ihr natürlich dazu sagt zu dem zweiten Entwurf, der dann doch ein bisschen anders klingt als der erste. Aber das gibt's im nächsten Video. Seid doch so lieb, schreibt mir unten in die Kommentare hinein, wie ihr den Song gefunden habt, wie ihr ihn findet, wie ihr die Melodie findet. Ja, und nicht vergessen, Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Abonnieren nicht vergessen, denn das zählt nicht, Leute, das kostet euch nichts. Einfach auf den Abo-Button drücken und wir hören uns beim nächsten Mal.